Hallo liebe Freunde des Rechts, das hier wird mal ein Video für die Ungeimpften. Ja, die Ungeimpften haben nämlich einen rechtlichen Vorteil möglicherweise, wenn sie ihren Arzt für ihre Entscheidung in Anspruch nehmen können. Das klingt eigenartig, schauen wir uns das näher an. Die Landesärztekammer Sachsen hat in dieser Woche eine Empfehlung mitgeteilt oder die Ankündigung und Warnung, dass derjenige Kollege, Kollegin, der oder die von einer Impfung abrät, eine Pflichtverletzung begeht, weil nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft der Nutzen einer Impfung so stark die Nachteile der Impfung überwiegt, dass es in den meisten Fällen fehlerhaft und somit pflichtwidrig wäre, wenn man von einer Impfung abrät. Und eine solche Haftung kann dazu führen, dass der Arzt nicht nur strafrechtlich, sondern vor allem auch zivilrechtlich in Anspruch genommen wird. Da gab es auch schon Urteile zu alternativen Heilbehandlungen bei Krebs beispielsweise. Eine solche Haftung kann also zu Schmerzensgeld führen, Schadensersatz in Form von Verdienstausfall oder Unterhaltsausfall für Verbliebene, Hinterbliebene oder Angehörige, die aufgrund der Erkrankung oder des Todes des Patienten weniger Unterhalt bekommen. Und das kann durchaus teuer werden, insbesondere wenn es mehrere solche Fälle und Patienten gibt. Und da kann es eben auch passieren, dass die Haftpflichtversicherung, die Ärzte ja haben sollen, aber die nicht Voraussetzung für die Approbation ist, nicht ausreicht. Und dann geht es ins Privatvermögen. Es ist sehr unangenehm für einen Arzt, wenn er von vielen Patienten oder deren Angehörigen in Anspruch genommen wird. Und deswegen richtet sich dieser Appell nicht nur an diejenigen Ärzte, die kategorisch oder regelmäßig von Impfungen abraten, sondern auch die, die ordnungsgemäß beraten und dabei vielleicht auch Vor- und Nachteile miteinander abwägen. Denn das Problem für Ärzte besteht darin, dass die Beweislast für eine korrekte Dokumentation immer beim Arzt liegt. Das ist nicht neu für Ärzte, ist aber, man könnte fast sagen, eine Chance für die Ungeimpften, die man ausnutzen kann. Man könnte fast hergehen und sagen, die Ungeimpften können sich auf diese Weise eine finanzielle Vollkaskoabsicherung beim Arzt abholen, indem sie nur hingehen und sagen, lieber Arzt, du bist doch auch der Meinung, dass eine Impfung für mich keine gute Idee wäre, oder? Und wenn der Arzt das dann bestätigt und es kommt dann doch wieder erwartend zu einem größeren Schadensfall, haftet der Arzt. Das Problem für den Arzt ist vor allem der Fall, wo Leute zwar richtig beraten wurden, aber es falsch verstanden haben. Dann kommt es nämlich darauf an, dass man eine richtige, vollständige, nachweisbare Dokumentation der Behandlung und der Beratung hat. Es kann nämlich sein, dass ein Arzt sagt, ja, Impfung hat Vor- und Nachteile, es gibt folgende Nebenwirkungen, guck mal, hier ist das Merkblatt, da steht das alles drin, musst du gut überlegen, ob du dich impfen lassen willst, aber eigentlich solltest du es machen. Und es mag sein, dass mancher Patient sagt, ich habe nur das von den Nebenwirkungen gehört, empfohlen hat er es nicht so eindeutig, jedenfalls nicht in einer Weise, die mich überzeugt hat. Denn man hört ja immer wieder von Patienten, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil mein Arzt mir abgeraten hat. Er hat gesagt, ich kann mich nicht impfen lassen. Und wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist, aber wir Juristen schauen dann später in die Patientenakte, in die Dokumentation. Und wenn da nicht klipp und klar dasteht, zu was geraten wurde, dann geht man im Zweifel davon aus, dass eine Pflichtverletzung begangen wurde. Ist gemein? Ja, kann sein, aber so sind die Spielregeln im Arztrecht. Es gibt also eine Dokumentationspflicht. Es gibt verschiedene Beweisregeln und Vermutungswirkungen, zum Beispiel, dass eine Dokumentation einer Behandlung oder Aufklärung, die nicht dokumentiert wurde, auch nicht stattgefunden hat. Jetzt werden manche einwenden, dass ja das größte Hindernis bei der Beweisführung darin besteht, dass die Impfung die Erkrankung oder den Tod tatsächlich verhindert hat. Tatsächlich gibt es nur Beweislastumkehr zugunsten des Patienten hinsichtlich der stattgefundenen Behandlung und hinsichtlich des Verschuldens, aber nicht unbedingt hinsichtlich des Kausalverlaufes. Der Patient muss nach wie vor nachweisen, dass der Schaden, zum Beispiel schwere Erkrankung oder Tod, durch die Pflichtverletzung und insbesondere die daraus resultierende nicht durchgeführte Impfung entstand. Aber hier gibt es die Rechtsfigur des prima facie Beweises, also des Anscheinsbeweises. Man kennt das vom Auffahrunfall. Wenn hinten jemand auffährt, geht man davon aus, dass der wohl die Schuld auch an dem Unfall hat. Das ist eine Vermutungsregelung aus der Rechtsprechung, die besagt, bei einem typischen Kausalverlauf geht man davon aus, dass es sich so ereignet haben muss. Und so kann die Rechtsprechung hergehen und sagen, wenn jemand mit Covid-19-Symptomen erkrankt und später verstirbt, dann dürfte es wohl daran gelegen haben, dass er nicht geimpft war. Wie viele Gegenbeispiele braucht man, um diesen Anschein zu erschüttern? Reichen da 5% oder 10% aus? Es reichen also 90% Impfschutz dafür aus, dass sich die Beweislast wieder dreht? Das wissen wir im Augenblick noch nicht, aber das ist eine mögliche Argumentationsform, wo man hergehen kann und sagen kann, wenn jemand daran stirbt und es sieht sehr typisch nach einem Covid-Verlauf aus und wir haben einen Patienten, bei dem die Impfung normalerweise angeschlagen hätte, dann
wird auch zunächst einmal vermutet, dass der Patient durch eine Impfung einen anderen Verlauf gehabt hätte. Und das bedeutet eben für Ärzte, dass sie sehr genau hinschauen sollten, wie sie die Patienten beraten, aber vor allem, was sie in die Dokumentation reinschreiben. Auf der anderen Seite bedeutet es für Patienten, die beraten wurden, dass sie vielleicht nochmal nachfragen. Lieber Arzt, hast du das wirklich so gemeint, wie ich es verstanden habe? Denn ich habe es so verstanden, dass du mir sagst, ich soll mich nicht impfen lassen. Ist das wirklich deine Empfehlung? Und es kann gut sein, dass der Arzt bei der Gelegenheit nochmal nachdenkt, insbesondere in Anbetracht der ihm drohenden Haftung und vielleicht nochmal genauer hinschaut oder seine Empfehlung ändert oder sie vielleicht einfach nur nochmal wiederholt, weil er von vornherein eigentlich sagen wollte, lass dich lieber impfen. In diesem Sinne, überprüft, ob ihr euch nicht doch impfen lassen könnt und bleibt gesund.